Hallo und herzlich willkommen, liebe Eishockey-Fans, hier bei Timeout, eurem Teufelskanal des EC Bad Nauheims mit dem Doppelheimspiel Vorbereitungswochenende am Freitag, 28. August und Sonntag, den 30. August. Standen zwei Heimspiele auf dem Programm. Zunächst am Freitag gegen die Falken, zwei Tage später gegen die Eislöwen aus Dresden. Aber zunächst einmal das Match vom Freitag gegen die Heilbronner Falken, die ja nur durch den Lizenzentzug der Landshuter in der Liga geblieben sind. Sie haben ihr Team rund erneuert und dieses ihr erstes Testspiel in der neuen Saison. Da wollte sie natürlich erstmal hinten sicher stehen. Das war klar, die Roten Teufel natürlich vor eigenem Publikum wollten sie Druck machen. Aber die Heilbronner, die Taktik, sie war klar zu sehen. Aus einer sicheren Defensive schnell nach vorne spielen. Das funktionierte im Grunde genommen ganz ansehnlich. Felix Bick, der erstmal im Torstand, der Förderlizenz-Torhüter aus Düsseldorf, zeigte eine ruhige, eine souveräne Partie. Je länger das Match dauerte, umso besser bekamen die Roten Teufel das Spielgeschehen von knapp 13 Zuschauern in die Hand. Die allergrößten Chancen sollten aber nicht dabei sein. 0:0 nach dem ersten Abschnitt. Im zweiten Drittel sollten dann Tore fallen. Gerade mal 16 Sekunden gespielt. Da stellt sich Joel Johansson, der schwedische Verteidiger, nach vorne. Und da ist es drin. Peter Holmgren kann nur mit der Fangehand abwehren, beziehungsweise das Hartkommi rutscht ihm drüber. 1:0 in der 21. Spielminute hier nochmal zu sehen. In der Zeitlupe rutscht ihm das Hartkommi aus der Fanghand über die Linie, also die verdiente Führung. Aber die Falken, sie wollten gleich antworten. Sie spielten jetzt mutiger nach vorne. Felix Pick weiß einen Moment hier nicht, wo das Hartkommi ist. Und da ist es passiert. 1:1. Adam Brace hat am schnellsten geschaltet. Hier schaut Big, wo ist das Hartkombi? Brace kommt an der Kanadier und macht das Ding rein zum 1:1, 24. Spielminute. Danach passierte nicht mehr allzu viel. Es gab sogar Verlängerung und Penalty schießen. Zunächst traf Carsten Gostek, ehemalige Bad Nauheimer, dann trat Dusan Frosch an. Macht das auch ganz souverän an Holmgren vorbei. Die Heilbronner durch Gelb mit einem Fehlschuss. Das war schon der dritte Durchgang. Und jetzt hat es Andreas Pauli auf dem Schläger. Der Neuzugang beim EC Bad Nauheim, der junge Mann. Und der macht dieses ganz abgezockt und eiskalt. Also 2:1 nach Penaltyschießen. Ein mühsamer Sieg ohne große Glanzpunkte. Aber es war immerhin der vierte Erfolg im vierten Testspiel. Und die Serie sollte natürlich auch zwei Tage später gegen die Dresdner Eislöwen halten, die auch ordentlich an Qualität in ihr Team geholt haben. Am Sonntag um 18.30 Uhr geht diese Partie über die Bühne. Dresden hat schon einiges mehr an Testspielen absolviert in der Saison, finden sich so langsam als Mannschaft hinein, haben aber auch einige Verletzte zurzeit, wurden mit 15 Spielern aufgefüllt, aber dennoch der Kader mit einigem an Qualität. Und die Roten Teufel sichtlich bemühter, beziehungsweise auch spielerisch verbessert zu dem Match vom Freitag gegen Heilbronn. Da lief das Hartkombi wesentlich besser. Viel mehr Engagement, trotz der hohen Außentemperaturen bei weit über 30 Grad. Sehr weiches Eis, aber ein temporeiches, ein schnelles Spiel. Eine gute Partie für diese frühe Phase der Saison. Beide Teams neutralisiert sich mehr oder minder. Es gab zwei, drei gute Gelegenheiten. Die Torsteher waren aber zur Stelle. Mikko Remeö an diesem Abend wieder zwischen den Pfosten. Packt hier mal zu. Dann eine Strafzeit, 15. Minute. Alexander Baum draußen, ein Mann weniger beim EC Bad Nauheim. Und jetzt macht das hier Kai Helms an der Bande. Sehr clever gegen Kramer. Gewinnt das Hartkombi, 2:1 Konter. Passt auf Diego Hofland. Der hat die Möglichkeit wieder zu Kai Helms zu passen oder selber zu schießen. Dann macht er es eiskalt, verwandelt, 1:0. Ein weiterer Neuzugang, der also trifft. Diego Hofland, ein Shorthander in der 15. Spielminute. Ein toller Spielzug und ein tolles Tor. Aber die Eislöwen gleich zu Beginn des Mittelabschnitts legen jetzt nochmal eine Schippe drauf. Ein schöner, langer Pass auf Ladislav Vilin und er macht den Ausgleich. 1:1. Mikko Remel überwunden. Und weiter ging's. Zwei Minuten später. Nein, wir sind in der 33. Minute. Entschuldigung. Wieder ein Vorstoß der Eislöwen und er hält Harrison Reed einfach mal drauf und er passte genau in den Winkel. Keine Abwehrchance für den finnischen Torhüter. Hier genau ins Kreuzeck. Da war nichts zu machen. Aber die Roten Teufel versuchten, bissen sich aber immer wieder an der gut gestaffelten Eislöwenabwehr fest. Und diese mit schnellen Kontern. Da wurde nicht energisch genug gearbeitet an der Bande. Kann das Hartkombi nicht gewonnen werden. Und stattdessen dieser Pass in den Rücken. Und da ist Pat Baum.
goldrichtig zur Stelle. 36. Minute macht er das 3:1 durch die Schoner. Da sieht Remo nicht unbedingt glücklich aus und das wollen wir ihm auch mal zugestehen. Hat er bislang sehr gute Leistungen gezeigt. Dann die letzte Spielminute im zweiten Drittel. Nochmal ein schöner Spielzug von den Roten Teufeln. Langer Pass auf Hofland, der auf Cameron. Tic-Tac-Toe, nickt in ihn. Anschlusstreffer 2:3. 20 Sekunden vor der zweiten Pausensirene. Ein wichtiges Tor und sich auch belohnt, denn das Bemühen ist wahr vorhanden. Es sind nur noch Kleinigkeiten, an denen justiert werden muss. Chancen hatte man in diesem Spiel und diese jetzt endlich auch mal in etwas Zielbares umgemünzt. Und dann die dritte Formation der Roten Teufel. Macht sogar den Ausgleich. 54. Minute. Tim Bay. Sehr schön reingearbeitet. Das Hartgummi. Da wusste Marvin Küpper einen Moment nicht, was Hartgummi ist. Und dann ist es über die Linie gedrückt. 3:3 der Ausgleich. Und es stellte sich schon alles so ziemlich auf eine weitere Verlängerung im Penaltyschießen an, wie am Freitag gegen Heilbronn. Aber jetzt die letzte Spielminute in diesem Match. Nochmal der Lucky Punch für die Dresdner. Scheibe verloren, schneller Gegenzug und dann dieser Pass von Zuckerpass von Harrison Reed, genau auf die Kelle von Pat Baum. Sein zweites Tor an diesem Abend, der Siegtreffer 4:3. Gewinnen also die Eislöwen aus Dresden. Ein Match auf Augenhöhe. Wie gesagt, nur noch Kleinigkeiten müssen justiert werden. Jetzt steht das Testspielwochenende, das letzte gegen die Kassel Huskies an. Erst am Freitag in Kassel und am Sonntag dann bereits um 16 Uhr. Familienfreundliche Zeit gegen die Huskies hier im Köln-Nahl-Stadion. Wir sehen uns hier bei Timeout oder im Stadion. Bis dahin, macht's gut und tschüss.